Juni und ich sind jetzt gerade beim Paddock. Wir waren vorhin ausreiten und das werde ich euch jetzt ein bisschen kommentieren. Das muss ich dazu sagen, mir war es egal, ob er jetzt schön in Anlehnung oder sowas läuft oder ob die Zügelverbindung stimmt oder ob mein Sitz gut ist. Es ging mir gerade einfach nur um den Spaß für Juni und für mich. Und ich habe schon gemerkt, ich vermisse das Geländereiten doch schon, denn wir sind in den letzten Tagen eigentlich nur auf der Bahn oder in der Halle geritten. Und irgendwann wird das auch mir so ein bisschen langweilig, immer das Gleiche zu sehen. Da kann ich Juni ein bisschen verstehen, warum Platz und Halle langweilig ist. Aber trotzdem könnte er schöner laufen da oder besser laufen. Wir waren halt jetzt halt wegen dem Reitabzeichenkurs eigentlich fast nur oder eigentlich nur in der Bahn oder auf der Bahn oder in der Halle. Und hatten da auch nicht so wirklich die Zeit zum Ausreiten. Heute hatte ich dann zum Glück mal Zeit zum Ausreiten mit Juni. Und deswegen sind wir dann heute ausreiten gegangen. Erstmal im Schritt los, es war ein etwas steiniger Weg. Irgendwann ging es dann ein bisschen, da bin ich dann ein bisschen getrabt. Juni war on fire. Da hat sich gefreut, ne, Tobi? Und, also ich musste noch gar nicht treiben, der ist von alleine gerannt. Ich hatte eher Probleme mit dem Bremsen so ein bisschen. Wir hatten einen längeren Bremsweg als sonst. Ach, hallo. Dafür brauchte ich nicht so lange, um ihn in eine neue Gange abzubringen. Das habe ich auch gehört gemerkt. Ich habe nur die Tür geöffnet. Hab mein Sitz ein bisschen verändert, zum getötet. Er sofort losgetötet. Hat ja, hatte Spaß. Ich dachte mir einfach so, halt mal ins Gelände. Kommt schon immer mehr auf Grundsatz an, wenn ich nicht mehr Maps. Einmal wollte ich halt dann auch galoppieren. Da habe ich ihn dann auch gelassen, weil der Boden es zugelassen hat, so einigermaßen. Nach seiner Lust und Laune durchgaloppieren lassen kann, solange bis er keinen Bock mehr gehabt hätte. Oder bis er nicht mehr konnte, aber der Boden hat halt leider nicht richtig geklickt. Entweder war es wurzelig, oder es war steinig, oder es war löchrig. Wir sind über einen sehr hohen Berg geritten, also der ging gefühlt so, und dann wieder so. Und mitten ganz oben auf dem Berg kam uns dann ein Trecker entgegen. Mit zwei Anhängern drin. Es war nicht viel Platz, aber es hat gepasst. Letztendlich sind wir noch an der super süßen Fohlenweide vorbeigekommen.
dann sind wir auch eigentlich schon wieder zurück zum Hof. Ja, und das war eigentlich wieder Ausritt. Und Juni hat es richtig Spaß gemacht, hat sich richtig gefreut. Ich habe ihm dann auch noch den Schweif gewaschen für morgen. Morgen sind die Prüfungen und da soll der einigermaßen sauber aussehen. Es hat so ganz gut funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke und abonniert meinen Kanal.